Jetzt hast du gesagt, dass du wie für ein Verrückter arbeiten willst. Wie hast du das gemeint? Also da läufst du bei mir ja offene Türen ein. Ich bin begeistert, wenn ein Trainer so etwas sagt. Wie wird das aussehen? Wie wirst du wie ein Verrückter arbeiten? Mehr als das Übliche? Ich weiß nicht, was das Übliche ist. Ich kann nicht einschätzen, wie andere Kollegen arbeiten, aber der Tag wird früh beginnen und der Tag wird früh enden und es werden wenig freie Tage sein. Es gibt so viel zu tun, Dieter. Trainingsvorbereitung im Detail, Trainingsnachbereitung, Videosichtung. Wie möchte man die Mannschaft taktisch ausrichten? Gedankengänge, Austausch. Wenn man kommunikativer Trainer sein möchte, muss man viel sprechen, Gesprächsrunden, diskutieren, Konsens finden. Und das allein nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und das habe ich schon so lange nicht mehr gehört, weil andere Trainer in meinen Augen können das gar nicht mehr. Na, du machst jetzt seine erste Profistation und wirst es vielleicht ganz anders machen und ich drücke dir dabei die Daumen. Wenn du nochmal einen Verein weiter guckst, so den Rothosen, glaubst du, dass der HSV doch noch die Kurve kriegt und eine bessere Saison zu fassen bekommt? Ich bin jetzt erstmal gut damit beraten, wenn ich auf unsere Probleme gucke und nicht über Probleme anderer Vereine spreche. Dieter, ich weiß auch ganz genau, wie dich das beim HSV mitnimmt, aber im Moment habe ich da so wenig mitgekriegt und die letzten 3 Tage noch viel, viel weniger. Also was da drüben los ist, weiß ich nicht, kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen, weil wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir unsere Truppe in die Spur kriegen und damit fangen wir am Montag mit dem Training an und hoffen, dass wir dann am Sonntag hier gegen 60 ein gutes, leidenschaftliches Spiel abliefern. Super, ich drücke dir die Daumen. Alles Danke, Gute. Das weiß ich doch. Ne?